Das Parkett gehört keinem Geringeren als dem Titelverteidiger, dem Grün-Gold-Club hier aus Bremen. Angeführt von Roberto und Uta Albanese, den beiden Trainern, präsentieren sie uns heute Abend ihre neue Choreografie West Side Story. Vielen von Ihnen sicherlich bekannt. Die Geschichte, jetzt geht's los, ganz genau. Die Geschichte zweier rivalisierender Jugendgangs im New York der 50er Jahre, die Jets und die Sharks. Hier dargestellt durch die Damen mit den blonden und den schwarzen Haaren. Eigentlich sollte das Ganze dargestellt werden sogar durch verschiedenfarbige Kleider. Das verbot der Weltverband und somit hat man sich jetzt darauf geeinigt, die Namen der Jugendgangs nur hinten auf dem glitzernden Rücken der Herren stehen zu haben und eben die Unterscheidung zu haben durch die Haarfarbe der Damen. Durchgängig also wird die Geschichte dieser rivalisierenden Gangs erzählt, tänzerisch. Und das alles soll und muss heute Abend perfekt und möglichst fehlerfrei über die Bühne gehen. Zweimal ist das schon gelungen. Aber der einzige Durchgang, der wirklich zählt, das ist dieser. Charakteristisch für diese Formation aus Bremen übrigens die Tatsache, dass alle 16 Akteure ständig in Bewegung sind, auch wenn andere Bilder gestellt werden, wie das im Jargon heißt. Aber man hat nie das Gefühl, dass es irgendwo auch nur einen Wimpernschlag lang einen Stillstand gibt. Und das ist der Unterschied zu vielen, vielen anderen Formationen. Es wirkt alles harmonisch, ineinander übergehend, fließend und vertanzt. Szene gut gegangen. Da hat es in der Zwischenrunde bei einer Dame erheblich gewackelt. Es gab aufmunternde Worte von Cheftrainer Roberto Albanese hinter den Kulissen. Wir haben natürlich unsere Augen überall. Hat sich da als Mentalcoach betätigt und sie offensichtlich wieder hingekriegt. Thank you.
Tja, ist er jetzt ein Jet oder ist er ein Shark? Gesagt, es gibt keine perfekte Choreografie. Ich muss mich korrigieren. Großer Schritt in Richtung WM-Titel. Das war besser als die Russen. Durchpusten bei Roberto Albanese, natürlich. Monate harter Arbeit stecken hinter einer solchen Darbietung. Harte Trainingseinheiten, die Musikarrangements, das Einspielen der ganzen Geschichte. Dann der Stress mit den Kleidern. Sie haben alles weggesteckt, alles in diesen einen Abend gelegt. Alles auf die Fläche bekommen. Perfekt. Der Wind, wie diese Figur heißt, von allen Paaren dargeboten. Viel Emotion natürlich dabei. Da oben links beim Reintanzen in die Reihe eine Unsauberkeit. Habe ich nicht gesehen, habe ich jetzt gerade im Augenwinkel aus der Zeitlupe gesehen, aber es reicht für Platz 1 auf jeden Fall. 3x9,86. Schwächste Wertung 9,5. Meine Güte, 39,7. Ganz nah dran. Ganz nah dran. An der perfekten Wertung. 40 wäre die perfekte. 39,07, das hat überhaupt noch keiner geschafft. Im Lateinbereich. Gespanntes Warten in der Halle. Was sagen die Wertungsrichter? Sie sagen, Bremen ist Weltmeister. ...37,2 für die Russen, das ist dann doch ein deutlicher Abstand zu Bremen. Wo auch immer sie den hergeholt haben, völlig egal, Bremen ist Weltmeister. Glückwunsch dazu, zum dritten Mal in Folge in eigener Halle. Und dazu sage ich jetzt mal nichts mehr. So, nun lasst sie raus, lasst sie auf die Fläche. Sie möchten sich doch ihrem Publikum präsentieren, die Bremer. Ja, Mann! Aber erstmal wollen wir den überglücklichen Trainer hören. So sieht's aus, der ist nämlich schon bei uns. Also was für ein spannendes Finale, Roberto Albanese, was sagen Sie dazu? Ja, schlimmer als geschlossene Wertung, ganz ehrlich. Vor allen Dingen da zu stehen und dann sich das andere anzugucken, geht gar nicht.
Sie sind ja eben schon wieder rumgehüpft wie ein HB-Männchen. Erstmal geht's Ihnen gut? Sind Sie gesund? Ja, ja, haben Sie schon was gebrochen? Nee, nix. Alles gut. Es ist der dritte WM-Titel in Folge, der dritte in eigener Halle. Was bedeutet Ihnen das? Ja, Hammer. Wir haben heute wieder 6 neue drinne gehabt, für die das heute ein Nervendrama war. Und die haben das super gemacht. Und wir mussten uns auch als neue Mannschaft in Anführungsstrichen finden. Und dafür haben sie ein sensationell geiles Finale getanzt. Sie haben ja nun das erste Mal ihren Gegner direkt sehen können. Haben Sie während dieser Choreografie von Perm gedacht, oha, das könnte richtig eng werden? Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ich kann das nicht. Nicht, weil ich nicht das möchte, sondern das ist mir zu viel Nerven. Melissa, du hast es dir natürlich angeguckt. Bremen, der verdiente Weltmeister? Definitiv sehr verdient, Roberto. Super gemacht. Dankeschön. Glückwunsch. Okay, hier wird erstmal kurz geknutscht. Ein Wort zu Aachen. Das Publikum hat ein bisschen gepfiffen. Die waren unzufrieden mit dem 4. Platz. Was meinst du? Ja, also ich denke, das war vielleicht nicht die beste Leistung an dem Abend. In der Vorrunde waren sie ein Tickchen besser. Aber ja, ich denke, auch im Technischen hätten sie ein bisschen besser bewertet werden können. Aber auch die Aachener, Düsseldorfer haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Leistung gemacht heute, oder? Ich habe es auch nicht gesehen. Auch nicht Roberto gesehen, Roberto. Aber das waren sicherlich alle toll im Finale. Ist Ihnen dieser Titel auch deshalb ein bisschen mehr wert, weil es eben jetzt ein neues und etwas objektiveres Wertungssystem ist und nicht mehr gemauschelt wird, wie vielleicht früher? Also es ist auf jeden Fall so, dass man auch als Zuschauer, glaube ich, jetzt transparenter verstehen kann, was gewertet wird. Und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Okay, dann werden wir weitergehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Feiern Sie schön. Ja. Herzlichen Dank, Melissa, für deine Expertise. Ja, liebe Zuschauer, Sie können Roberto Albanese morgen schon wiedersehen, nämlich im nächsten Sportclub. Den gibt es um 22.50 Uhr. Er wird mit ein paar seiner Tanzpaare dort zu Gast sein. Und es wird auch Bundesliga-Fußball darin geben. 2 Mannschaften aus dem Norden sind morgen im Einsatz, nämlich Werder Bremen und der HSV. Also das ist was, worauf Sie sich freuen können. Ich wünsche Ihnen jetzt eine geruhsame Nacht. Und ja, das war eine tolle Weltmeisterschaft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.